Ja, könnten Sie mir mal jemanden geben, der was zu sagen... Gut, ja, ja, Finnland, ja, Sie müssen raus aus diesem Hotel. Was weiß ich, wie das bei Ihnen hieße, fix it. Was? Nein, hier spricht nicht Boris Johnson. Hier spricht ein EU-Bürger, der die Verträge gelesen hat. Die anderen Zimmer rufe ich auch noch an. Jetzt zeigen Sie Ihr wahres Gesicht. Sie Rechtspopulist. Sie hetzen gegen die EU. Entschuldige, ich muss Sie hetzen. Erinnern Sie sich, Ihre Seearbeitergewerkschaft wollte damals mit einem Streik verhindern, dass der Tariflohn unterhöhlt wird. Ja? Mit billigen Leiharbeitern aus dem europäischen Ausland. Jetzt hat der EuGH diesen Streik verboten. Ja, er hat ihn verboten. Und da kommt noch viel mehr. Sie müssen raus. Warum ist das antieuropäisch, wenn man sich über die europäischen Arbeitnehmerrechte Gedanken macht? Hallo? Schweden, ja, der EuGH nimmt eure Gewerkschaften aufs Korn. Lassen Sie sofort den Hörer fallen. Niemals! Was erzählen Sie denn da eigentlich für Märchen? Ich erzähle keine Märchen, ich erzähle nur was von Grimm. Grimms Märchen. Dieter Grimm, ehemaliger Verfassungsrichter, der hat ein Buch geschrieben über den wahren Herrscher hier im Haus. Das ist nicht der Europäische Rat, nicht der Europäische Bürger, nicht das Europäische Parlament, sondern, und dass mir das noch nicht früher aufgefallen ist, der... Halt, tun Sie es nicht! Der EuGH. Entschuldigung, was? Was wollte ich? EuGH. Was heißt, Sie wissen nicht, was das ist? Der Europäische Gerichtshof. Ja, den müssen wir stoppen. Und ich sage, das ist ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz. Was Sie wollen, ist die Tyrannei des Mobs. Geben Sie mir das Wort, den Hörer her. Hallo Mobs? Ich meine, hallo Schweden? Jetzt hören Sie mal gut zu. Hören Sie nicht auf den Spinner. Schauen Sie, wir brauchen die EU als Friedensprojekt. Oder wollen Sie, dass wir uns etwa alle wieder gegenseitig die Köpfe einschlagen? Na eben. Jetzt gebe ich ihm wieder den Spinner. Hallo? Ja, der Spinner. Nein, ich bin glühender Verfechter von Europa, aber es muss doch noch etwas anderes geben zwischen der totalen Zerstörung eines Kontinents und der derzeitigen Verfasstheit der EU. Kaufen Sie schon mal Vorräte für die nächsten 10 Tage. Jetzt hören Sie mal auf! Der EuGH führt einen Feldzug gegen Gewerkschaften. Was brauchen Sie noch? Brauchen Sie noch ein Beispiel? Zum Beispiel der Fall Rüffert, nicht? Da hat der EuGH entschieden, ja, wenn zum Beispiel eine Firma für die öffentliche Hand Austräge ausführt, dann ist die nicht mehr an Tariflohn gebunden. Und so geht das immer weiter. Die deutsche Mitbestimmung ist als nächstes dran. Was reden Sie denn da eigentlich? Geben Sie mal her, Moment mal, sage ich. Was reden Sie da eigentlich für einen Unsinn? Der Fall TUI? Nächstes Jahr könnte es soweit sein, da könnte der EuGH die deutsche Mitbestimmung beerdigen. Moment. Dass in deutschen Großunternehmen der Aufsichtsrat zur Hälfte mit Vertretern der Arbeitnehmer besetzt ist, das ist eine der großen sozialen Errungenschaften Deutschlands. Ja, was soll denn der EuGH dagegen haben? Sehen Sie, wenn ein Mitarbeiter beim deutschen Konzern, der ist dann eingesetzt im europäischen Ausland, nicht? Dann hat er weniger Mitbestimmungsrechte als der Mitarbeiter am deutschen Standort. Er wird europarechtlich quasi diskriminiert. Naja, wo ist denn das Problem? Dann schaffen wir eben in allen europäischen Ländern unsere schöne deutsche Mitbestimmung ein. Per Gesetz, auf europäischer Ebene. Ja. Du hast ganz einfach. Ganz einfach, ich hol schon mal die Tafel. Nein, um Gottes Willen. Also gut, nicht so einfach. Nicht so einfach. Nee? Vor allem, weil die EU-Kommission, die dieses Gesetz vorschlagen müsste, dieselbe EU-Kommission ist, die bereits jetzt erklärt hat, dass sie die Mitbestimmung für rechtswidrig hält. Also gut, wenn es so schwer ist, mehr Rechte für alle zu machen, dann machen wir eben weniger Rechte für alle. Dann ist auch keiner diskriminiert. Genau das macht der EuGH. Und zwar seit Jahren. Und deswegen wird die EU immer unsozialer. Verstehen Sie, weil es einfacher ist, per Urteilsspruch ein nationales Gesetz zu kippen, als gemeinsam europäisches Recht aufzubauen. Sagen Sie mal, wer hat den EuGH eigentlich zum großen Zampano in diesem Haus gemacht? Oh, das war er selbst. Ja, 1964 hat er beschlossen, dass EU-Recht Vorrang hat vor nationalem Recht, sogar vom Grundgesetz. Und das Tolle ist, der EuGH macht sein EU-Recht selbst durch seine Urteile, in denen er die Verträge interpretiert. Sagen Sie mal, diese EU-Verträge, was steht denn da eigentlich drin? Ich frage für ihn. Die 4 Grundfreiheiten. Ah ja, klar. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit. Nein. Freiheit. Freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitnehmern. So, eine Art entfesselter Wettbewerb. Das ist quasi der feuchte Traum Ihres European Roundtables. Und was ist an diesen Freiheiten eigentlich so schlimm? Erstmal nichts, wenn es nicht die einzigen oder praktisch die einzigen Regeln wären, an denen sich der EuGH orientiert. Und er wird immer krasser in seiner Auslegung.
Verstehen Sie, fast jedes nationale Gesetz, das versucht, diesen entfesselten Wettbewerb zu zähmen, kann gestrichen werden. Ja, warum? Weil es den entfesselten Wettbewerb zähmt. Sehen Sie, alles, was dazugehört, Gesundheitsschutz oder staatliche Garantien für Sparkassen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das ist mir egal, ich bin nicht bei der Sparkasse. Aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der wird dadurch Gebühren finanziert und könnt ihr mir vorstellen, dass der EuGH irgendwann sagt, das verzerrt doch den Wettbewerb auf dem europäischen Fernsehmarkt. Und dann ist hier aber RTL hat auch gute Satire-Sendungen. Das ist nicht mehr meine EU. Was? Schatz, ausziehen. Ja, sofort. Ausziehen. Was? Wie, Schweden? Gehen Sie mal aus der Leitung jetzt. Ich hab nicht verpasst. Ja, Liebling, hörst du? Ja, ausziehen. Ja, ja, auch den Burkini. Wegen der deutschen Mitbestimmung. Ich erkläre dir alles später. Ja, gut, gut. Das ist gut. So, wunderbar. Und das ging ja schnell. Waren die Koffer schon gepackt? Seit 60 Jahren. Chef, wenn alle ausziehen, dann macht Roomservice keinen Sinn mehr. Darf ich mich jetzt selbst feuern? Woher soll ich denn das? Fragen Sie doch den EuGH. Okay, lassen Sie uns. Zieht ihr jetzt alle aus? Civicolo, eins ist klar. Wir haben kein Zimmer für Sie frei. Ich will gar kein Zimmer. Warum wollt ihr dieses schöne Haus aufgeben? Warum wehrt ihr euch nicht? Schön, Sie mal. Hören Sie, wir haben keine Chance gegen diesen EuGH. Jetzt wartet doch erstmal das TUI-Urteil ab. Und dann? Und dann ignoriert ihr das. Sagt, der EuGH überschreitet seine Kompetenzen. Ach, einen unabhängigen Richterspruch ignorieren, dass der Vorschlag aus der Türkei kommt, wundert mich jetzt nicht. Der kommt aus Köln. Von Fritz Scharr. Der Vorschlag ist von Fritz Scharr? Der kommt aus Köln, von Fritz Scharpf. Der war Direktor vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Oh lala, ein bisschen zivile Ungehorsam. C'est très chic. Wir sind doch noch souverän, oder, Chérie? Ja, kommt. Wir bleiben im Haus. Wir ändern einfach nur die Verträge, also die Grundlage, auf der EuGH entscheidet. Sie wollen die Hausordnung ändern? Ja! Mit Regeln, die nicht nur den Wettbewerb, den freien Wettbewerb der Wirtschaft über alles stellt. Und ich möchte ja nicht egoistisch sein, aber eine europaweite Arbeitslosenversicherung wäre auch schön. Ja, das machen wir. Und dann machen wir noch, wir machen keine Schuldengrenzen, wir machen Grenzen für die Ungleichheit in den europäischen Ländern. Und dann ist Schluss mit die Sparpolitik. Ja, und wir machen eine gemeinsame Kasse. Eurobond? Ja, oui. Also wenn ihr das alles macht, dann will ich auch einziehen. Das war die Anstalt! Ja.